Der lenkt sich auch leider so unglaublich schwerfällig. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfach. Jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Ja, was haben wir noch Schönes? Ein wunderschönes Ahoi, Ahoi ihr Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Mad Max. Wieder mit Facecam, wieder mit Samuach Kopfgeburt. Falls ihr denkt, ich habe irgendwie so ein kleines Hygieneproblem, weil ich später das gleiche T-Shirt anhabe, Hintergrund ist einfach der, ich nehme auch gerne mal Folgen hintereinander weg auf. Also keine Sorge, ich dufte frühlingsfrisch. So, Spaß beiseite, wir gehen in die Tunnels. Da müssen wir, glaube ich, hier oben hoch. Wenn mich nicht alles täuscht. In diese wunderschöne Tunnelwelt, die noch schöner ist als Guest Town und die Menschen, die hier leben, ohnehin schon. Allen voran der Leuchtehorst, der Kommentator des Rennens, falls ihr euch an ihn entsinnen könnt. Das riecht nach dem richtigen Weg oder nach einer Thunfischpizza, ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Ja, wobei, könnte klappen. Schauen wir mal. Mit ganz viel Glück sind wir hier wirklich richtig. Ich glaube, ja, hier war nämlich letztes Mal, meine ich, die Tür zu. So, dass wir hier entsprechend durchwatscheln können. Tja, links oder rechts? Ich gucke erstmal hier. Ja, nee. Ja, richtig. Sehr gut. Oh, ein Relikt. Wie schön. Was haben wir da? Hä? Ah, eine Skulptur. Okay. Diese Skulptur verkörpert die Essenz der postmodernen soziopolitischen Schichten sowie die innere Landschaft des städtischen Außenseiters. Sie drückt unser Bedürfnis nach Geborgenheit in einer zunehmend feindseligen Welt aus und stellt dabei auch eine wütende Predigt über die Notwendigkeit von Demut dar. Ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist einfach ein hässlicher Pommes-Schranken-Klotz oder so. Für diejenigen von euch, die diverse Geflogenheiten nicht kennen, eine Pommes-Schranke ist einfach eine Pommes mit Mayo und Ketchup. Also ich gehe davon aus, dass alle kennen, aber es kann ja durchaus sein, dass der ein oder andere sich jetzt denkt, was labert der? Und deswegen ein bisschen Bildung. Oh, hier ist es heiß, heiß, heiß. Hm, vielleicht am Ende dieses Schlauchs? Ja! Ich setze meine Drehwerkzeuge ein, die irgend so ein mächtiger Mediziner Arme nennt. Ob ich hier hoch muss? Ja, guck mal einer an, Mensch! Ja, hin und wieder habe ich einen klaren Moment. Die Eingeweide. Hm. So, zack. Mehr Schrott. Finde ich mehr gut. Haben wir hier noch was? Hm. Nö, eine Menge Unrat, der im Weg steht, wohlgemerkt. Ach. Ja, blieb hier nur noch eine Richtung übrig, ne? So, und noch eine Tür, na, guck mal einer an. So, Ventile aufmachen, schön. Oh, was zum Aufbrechen? Oh, ich muss mich scheinbar hier beeilen, weil ja, ups, Gas tödlich ist. Oh, ich muss mich wirklich beeilen. Ich sehe, ich verliere Gesundheit. Deswegen mache ich jetzt erst... ich hoffe, ich komme hier einigermaßen schnell durch. Ich lasse den ganzen Schrott erstmal liegen. Weil ich weiß nicht, wie lange ich hier laufen muss. Und das wäre extrem doof, wenn ich sterben würde. Maddie Max, du bist ein Philosoph.
Also jetzt erstmal schnell zum nächsten Ventil. Mein Gott, wie viele sind hier denn noch? Noch eins oder noch zwei? Ich hoffe, es ist nur noch das eine. Aber naja. Werden wir sehen, wenn wir da sind. Ach, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ah, komm, diesmal nehme ich den Schrott mit. Ich weiß gar nicht, ob wir runter und dann rechts müssen oder. Nee, geht hier gar nicht. Dann versuchen wir es mal oben lang. Und da war immer nicht da links noch ein Weg. Oder ist das der Weg raus? Nee, ne? Nee, nee, nee. Es scheint der richtige Weg zu sein. Juhu! Yay! Ja! Okay, nehmen wir gleich die Dohlen hoch. Verlasse die Eingeweide. Ja, gerne. Gerne, gerne. Wenn wir denn jemals wieder den Weg hier rausfinden, irgendwie glaube ich mich gerade ein ganz kleines bisschen verfranst zu haben. Ah, warte mal hier, das sieht doch gut aus. Hier geht's hoch hinaus. Könnte der richtige Weg sein. Ja! Zack, das war schon. Wo rauche es? Ich wäre da drin beinahe umgekommen, aber nun strömt das Gas wieder durch die Rohre und versorgt Deep Fries zu den Flammen. Er kann mit seinen Predigten fortfahren. Und Donnerstecher der Ehrfurcht verfügbar. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Upgrades an. Aber ich sollte erstmal den holen. Ach, mehr Damage. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Wie kann ich nur so leben? Moment, was haben wir hier noch? Nachladezeit verringert. Huhu! Mächtig Pfiffspule. So, so. Die Namen werden auch immer beknackter. Okay. Oh, ja, das sind alles teure Sachen, die ich mir vielleicht irgendwann leisten kann. Vielleicht aber auch nicht. Kann sein, kann nicht sein. Das sind die beiden Möglichkeiten. Gut, ich würde sagen, wir haben noch genug Zeit. Für, was machen wir denn? Crow ohne Dazzle. Aha. Ich würde fast sagen, wir könnten auch mal wieder was für Pink Eye tun. Die Gute haben wir jetzt schon länger nicht mehr besucht. Was haben wir? Ach, die Madenfarm kann gebaut werden. Mensch, das sicher ist jetzt. Haha, Wahnsinn. Ach, diese wunderschönen Ladebildschirme. Immer wieder herrlich, oder? So. Ich guck mal ganz kurz, wo die Madenfarm ist. Ja, wo ist sie denn? Ist die oben? Bitte oben, liebe Madenfarm? Da ist der Lümmel. Zack. So. Madenfarm. Oh, wir haben quasi ein, ich nenne es mal Stufen-Upgrade für die Festung von der guten Pink Eye erreicht. Finde ich natürlich gut. Festung verbessert. Plastik. Na, wenn das jetzt hier nicht totschick ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, mit Grillstelle. Können wir die Maden sogar grillen? Ich bin falsch. Verdammt. So, dann schauen wir doch mal, was sie für uns hat. Exodus. Oh, das muss mit der Schrotflinte gemacht werden. Sehe ich gerade. Deswegen gucke ich gerade mal. Also Munitionskristall ist auf jeden Fall verbessert. Ja, Schrotflinte ist auch voll upgraded. Wir haben eine neue Fresse. Was haben wir denn? Mit langen Haare, mit Bart, Schutzbrille und Bandana. Gucken wir mal. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie diese Bandanas, die haben es mir, glaube ich, nicht wirklich angetan.
Bleiben wir dabei. Das gefällt mir immer noch am besten. Oh, wir haben hier was. Verringert den erlittenen Schaden bei fehlgeschlagener Parade um 50%, erhöht den Schaden von Kontern und Entwaffnung um 50%. Das nehmen wir doch sowas von mit. So, starten wir erstmal. We're done prepping. My children are ready. The long journey awaits. They won't even make it through Dead Baron's Pass. I would ask you one last favor. The way I see it, only you have the skills and experience to get the truck through the jaw. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. So, Exodus, transportiere den Dune Vessel Carrier zum Startpunkt in den großen Weißen. Belohnung der Dune Vessel Carrier wird der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Wuhu! The truck is set up outside with the dune barge and all equipment packed in tight. Good luck, traveler. We all need it. Ja, ich glaube auch. My children will meet you and the truck at the edge of the Great White Seabed. Na dann. Ach, ich habe ja noch nicht mal ein Turbo, echt jetzt. Jetzt muss ich auch noch vorsichtig fahren oder was? Moment. Ach da. Ich hoffe, man kommt jetzt unterwegs keine entgegen. Das wäre durchaus nervig. Ah! Ja! Warum habe ich es überhaupt angesprochen? Ich sollte aufhören, manche Dinge laut auszusprechen, oder? Ich meine, das ist... Alter, echt jetzt? Boah, Jungs, was geht mit euch? Lasst mich doch mal in Ruhe. Der lenkt sich auch leider so unglaublich schwerfällig. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfach. Jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Ja, was haben wir noch Schönes? Kann ich irgendwie noch der gute Skrotus vorbeikommen und mir eine Kopfnuss mit seiner Kettensäge im Kopf geben? Oh Mann, echt jetzt? Jungs, ihr seid doof und kacke und vor allem doof. So, jetzt wird es leider wieder ein bisschen lauter. Ich kann es nicht verhindern. Tut mir leid, Leute. Ich muss da durch. Also besser gesagt, wir müssen da durch. Ihr müsst bei mir bleiben. Ihr müsst mir die Stange halten. Das klang jetzt irgendwie ganz schön komisch. Ihr wisst, was ich meine. Tut mir enorm, dass ich das Ganze... Oh, mein Wagen ist gleich kaputt. Haha, das war's ja schon. Ah, super. Nee, das wird nichts. Zack. Ja, komm. Wisst ihr was? Ey, lass mich sterben. Das macht nämlich so überhaupt keinen Sinn. Tut mir leid, Leute. Ich frage mich, ob ich den jetzt zufällig in die Arme gefahren bin oder ob die sowieso bei dieser Mission spawnen. Ich glaube fast, das war nur ein blöder Zufall. Wenn dem so ist, ich glaube, dann hätte ich vielleicht eine Chance, das Ganze doch irgendwie zu schaffen. Ich weiß es nicht, aber naja, müssen wir versuchen. Irgendwie müssen wir da durch. Vor allem müssen wir erstmal irgendwie durch diesen Ladebildschirm kommen. Und sonst bei euch so? Wie war euer Tag? Gut. So. Okay, da oben müsste ich es nochmal neu starten. Ich überlege aber gerade, wenn ich mir so die... Wenn ich so auf die Zeit gucke, weiß ich gerade gar nicht, ob das so... wirklich reicht. Egal, komm. Wisst ihr was? Egal. Einen Versuch mache ich noch und zwar wird die... Ja, den Weg sollte man auch kennen. Im Zweifel wird die Folge einfach 1, 2, 3, 4 Minütchen länger. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Mission, wo ich mir aufgrund der Tatsache, dass der Wagen leider viel zu schnell kaputt geht, immer die Zähne ausbeiße. Das würde mich, glaube ich, irgendwann... Sagen wir, es würde Unbehagen auslösen. Hallo? Komm zurück zu mir, wenn du denkst, du bist bereit. You might want to improve that shotgun of yours before heading off. Habe ich doch schon, jetzt mach hinne. So. Wir markieren uns wieder einmal den Weg. Ich könnte natürlich auch rein theoretisch einfach querfeld einfahren. Theoretisch. Aber wäre jetzt für die Gesundheit des Fahrzeugs auch nicht so pralle.
weiß nicht. Na, okay, hier kamen diesmal keine Vollidioten uns entgegen. Ach, ich bin so doof, jetzt habe ich es wieder ausgesprochen. Weißt du, wahrscheinlich gleich, wenn ich um die nächste Kurve fahre oder so, kommen sie wieder angeschissen. Naja. Wir versuchen es einfach mal. Ansonsten, wenn die doch nicht kommen sollten, wird es eine einigermaßen cremige Fahrt. Wobei ich wahrscheinlich befürchte, dass da wieder dieser Gewittersturm aufziehen wird. Mal schauen. Noch ist nichts. Das Wetter ist gut. Die Sicht ist klar. Der Luftdruck ist angenehm. Eine leichte Brise westwärts. Ein wahnsinniger Max in einem LKW. Ein Segel auf der Ladefläche. Der Sand im Getriebe. So, da sind wir gleich schon beim Kiefer. Ich hoffe, ich knall jetzt nicht voll gegen eine Wand und schaff's dadurch nicht. Ich hoffe einfach mal, ich schaff's in einer Rutsche da jetzt durchzukommen. Toi, 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 drückt mir die Daumen, Jungs und Mädels. Here we go. The pass. Company. Komm, 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 komm. Juhu, das war's schon. Ich befürchte aber, ich muss wohl oder übel die beiden Typen da massakrieren. Komm. Ach, egal. So, einmal die Tür weg. Ja, genau. Ich glaub's ja wohl. Komm. Hallo. Ja, oder fahr einfach in die Pampa. Mir doch wurscht. Hallo, ich will den Typen da. Ach, wisst ihr was? Machen wir es anders. Steigen wir eben aus. Hui, das war jetzt nicht so klug. Upsa, nein, ich will die doch gar nicht aufgeben. So, genau, schießen. Ach, warum nicht? Ah, nicht zu weit nach vorne. Warum nicht gleich so? Warum schießen wir ihm nicht einfach die Karre kaputt? Ja, schmeißt mit Steinen auf mich, genau. Muss dir doch mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hallo? Hatte ich nicht noch irgendwie... Ach, da hinten! Mein Gott. Und ich eier hier rum. Oh, Moment, wir warten kurz. Ich hoffe mal, der sieht mich nicht. Oder die beiden sehen mich nicht. Ja, scheint gut gelaufen zu sein. Gut, dann hoffe ich mal, dass die nicht umdrehen. Beziehungsweise, wenn sie umdrehen, dass ich zumindest rechtzeitig erkenne und Gegenmaßnahmen treffen kann, wie zum Beispiel hier abzubiegen. Oh ne, 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 ne. Ah, shit. Safer than Dead Baron's Pass. So, nein, jetzt hat er mich gesehen. Oder auch nicht. Nein, die cruisen da immer nur hin und her. Wisst ihr was, da fahre ich tatsächlich mal ein bisschen mehr Querfeld ein. Nur ein bisschen. Ich guck mal, dass sich das jetzt nicht zu sehr in die Länge zieht. Weil früher oder später wird mir, glaube ich, auch der Sprit ausgehen. Vor allem, wenn ich hier so langsam herkraxe und trotzdem die ganze Zeit Vollgas gebe. Also nur als Beweis, ich gebe wirklich Vollgas, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich graupe hier freiwillig so langsam rum. Ah, da vorne ist sowieso wieder Straße. Oh nein, und da kommt Captain Auto. Zum Auto des Todes. Zack. Und das ist Captain Auto mit seinem Stehenbleiber des Todes. Haha. Toll, Lümmel. Oh nein. Oh shit, hier ist auch noch eine Kolonne. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht genau in die rein.
Bitte lass die einmal mir nicht entgegenkommen, sondern in die komplett andere Richtung fahren. Falls doch, dann muss ich gucken, dass ich möglichst schnell querfeld einfahre. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Weil jetzt so eine Kolonne, die würde mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Genick brechen. Deswegen drückt mir bloß die Daumen, dass ich denen nicht in die Quere komme. Na, noch sehe ich keine Wolke. Aber leider keinen Schambak hat, der mich darauf anspricht, wenn die Reichweite kommt. Oh Gott sei Dank, ich muss abbiegen. Puh. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Schon liegt auf ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wer sonst noch alles so kommt, um mal Hallo zu sagen. Oh, dieser Tanker. Ach nö, wer kommt denn da? Nein, das ist so... Ach, Schitte! Komm. Komm. Zack. Gott sei Dank muss ich dir nur die Reifen zerschießen und die sind schon komplett handlungsunfähig. Was ich ausnahmsweise mal ein bisschen realistisch finde. Weil es ja auch gerne Spiele gibt, wo man den Leuten die Reifen zerschießt und die, gut, die können nicht mehr so optimal um die Kurve fahren, aber heißen einem natürlich trotzdem hinterher wie die Wahnsinnigen. So, ich sehe schon, wir sind fast da. Ja, da läuft doch was. Juhu, ich werde bekloppt, wir haben es tatsächlich geschafft. Yay! Up front. So. Oh Mann, ob das was wird? Ich weiß ja nicht. Jedenfalls, viel Glück. So, Exodus haben wir geschafft. Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber die Reise ist zum Scheitern verurteilt. Nur wenige überleben das große Nichts. Zumindest habe ich meinen Teil beigetragen. Sehr schön. Wenn wir gerade schon mal hier sind, ich habe da gerade ein bisschen Schrott gesehen, den ich gerne haben möchte. Boah, 3 und 5! Boah, da haben die mir auch voll die Uber-Belohnung dagelassen. Zack. Ja, nochmal 4. Nochmal 5. Oh, 19. Da gehen mir glatt die Dohlen hoch schon wieder. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich denke, das war's wirklich. So, und von der Zeit her war es das auch auf jeden Fall. Ich habe schon ein klein bisschen überzogen. Sorry dafür. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm. Auf jeden Fall war es mal wieder cool, dass ihr dabei seid. Sorry, dass ich das erste Mal die Mission verkackt habe. Aber wir haben es ja letzten Endes doch noch geschafft. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüssikowski.